Antenne Niedersachsen. Helden des Alltags. Ich bin diesmal in Hannover-Oberricklingen und zwar zusammen mit Abu Saif aus Jordanien. Er ist der Sprecher des Asylbewerberwohnheims hier in Oberricklingen. Abu Saif, bei wem willst du heute Danke sagen? Ich würde mich bedanken, gerne bei Herrn Spitter für die Werkstatt, für die gespendeten Fahrräder, die wir hier reparieren und im Alltag benutzen als Heimbewohner. Und freue mich tierisch dann halt auf die Arbeit mit ihm. Das klingt gut, dann gehen wir doch gleich mal gucken, wo Herr Spitter steckt. Der schraubt und fummelt bestimmt an den Fahrrädern rum. Los geht's! Hallo, Gerhard Spitter, wir sind von Antenne Niedersachsen und haben eine großartige Überraschung für dich. Du bist diesmal unser Held des Alltags. Oh Gott, wie komme ich denn zu der Ehre? Mach doch hier nur meine Arbeit. Also Herr Spitter, wir möchten uns hier herzlich bedanken bei Ihnen für die Werkstatt, für die gespendeten Fahrräder, die Sie organisieren und für Ihre Mitarbeiter wie Herrn Melching, die uns dann halt betreuen, helfen, die Fahrräder zu reparieren, um es im Alltag zu benutzen. Wir lernen auch dabei dann Deutsch und dafür bedanken wir uns herzlich bei Ihnen. Es freut uns sehr. Gerhard, warum legst du dich so ins Zeug und schraubst hier eifrig an Fahrrädern rum? Die Flüchtlinge kommen hier zu uns, um sich hier in diesem Land wohlzufühlen. Und zum Wohlfühl gehört auch ein Stück Mobilität. Straßenbahnfahrkarten sind teuer und da haben wir gedacht, wir könnten den Leuten hier über gebrauchte, aufgearbeitete Fahrräder ein bisschen Mobilität verschaffen. Und das freut uns, wenn das so angenommen wird. Ein prima Projekt. Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt. Ihr seht, helfen geht ganz einfach, tut auch richtig gut. Macht ihr doch auch mit bei Helden des Alltags. Niedersachsens Helden des Alltags. Kennt ihr auch einen, dessen Geschichte unbedingt ins Radio gehört? Schreibt uns studio@antenne.com. Antenne Niedersachsen. Zusammen sind wir Niedersachsen.